kommen und sagen, ja, okay, aber der Kontext stimmt hier auch nicht so. Weil wir gehen sowieso davon aus, dass vielleicht kleine Wörter verändert worden sind, die die ganze Sache verändern wollen, aber wir finden auf jeden Fall Zeichen, die dafür sprechen. Als allererstes muss man wissen, dass die meisten Muslime heute im arabischen Raum, das heißt Syrien, Jordanien, Jemen, alle früher gottesfürchtige Christen und Juden gewesen sind, die den Islam angenommen haben. Das ist vielen Leuten nicht so bewusst. Auch aus der Türkei, die meisten Leute, die jetzt Muslime sind, waren früher Christen oder Juden von der Religion und haben den Islam angenommen. Das ist etwas, was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Und wir finden im Koran ganz deutliche Hinweise darauf. Als allererstes, in Sure 2, Vers 89, wird ein Vers offenbart. Dieser Vers sagt, und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigt, was bei ihnen war, und zuvor hatten nun sie gegen die Ungläubigen gepflegt, als nun das zu ihnen kam, das sie kannten, verleugneten sie ihn. Das heißt, die Juden, die damals in Medina gelebt haben, sind dort nach Medina gekommen, weil sie wussten, dass dort der letzte Prophet auftritt. Das, der Koran gibt hier Zeugnis drüber. Und sie haben zu den Muschrikun, zu den damaligen Menschen in Medina gesagt, wir beten zu Gott, dass dieser Prophet kommt und dieser Prophet wird mit uns gegen euch kämpfen. Und er wird euch bestrafen. Jetzt steht hier genau dieser Vers, wird darauf hingewiesen. Jetzt muss man sich eine Sache bedenken. Wer hat den Koran gelesen? Die Leute in Medina, die zum Islam konvertiert sind, haben den Koran gelesen. Wäre dieser Vers falsch gewesen und würde es nicht stimmen, dass diese Juden, die vorher dahin gekommen sind, dass die auf den Propheten Mohammed gewartet haben, was wäre dann? Da hätten sie gesagt, was steht da im Koran? Wir glauben nicht mehr an das Buch. Das stimmt doch gar nicht. Aber sie wussten, dass die Juden diesen Einwohnern von Medina, von Yathrib, damit gedroht haben. Und das ist auch der Grund, warum die von Medina, die Ansar, die Helfer genannt werden. Denn sie waren diejenigen, die dem Propheten Sausam geholfen haben. Sie waren diejenigen, die den Islam vor den Mekkanern angenommen haben. Weil sie wussten von den Juden, dass ein Prophet kommen wird. Und hier sagt Allah, dass dann, als der Prophet kam, sie nicht an ihn geglaubt haben. Dann haben wir historisch gesehen große Persönlichkeiten, die den Islam angenommen haben. Najashi, der König von Äthiopien, ein Christ, hat den Islam angenommen. Warraq ibn Nawfal, ein christlicher Gelehrter, hat den Islam angenommen. Weil sie sagen, das ist das, was wir kennen. Wir haben Abdullah ibn Salam, der größte jüdische Gelehrte in Medina, der den Islam angenommen hat. Wir haben Maryam al-Kubti, eine Christin, die den Islam angenommen hat. Wir haben Safiya, eine Christin, die den Islam angenommen hat, weil ihr Vater ein Rabbiner war, der wusste, dass dies kam und sie hat vorher von dieser Botschaft gehört. Also wir haben diese Beweise. Wir haben Salman al-Farisi, der 1000 Kilometer gewandert ist, weil damals ein christlicher Gelehrter zu ihm gesagt hat, hier wird der letzte Prophet kommen. Das heißt, Dinge waren vorhanden. Das haben wir ganz eindeutig. Und wir haben hier im Koran, zum Beispiel Sure 2, Vers 146. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, das heißt Mohammed, wie sie ihre Söhne kennen. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie es wissen. Sure 26, Vers 197. Ist es für sie kein Zeichen, dass die Gelehrten der Kinder Israels ihn kennen? Wer sind die Gelehrten der Kinder Israels? Abdullah ibn Salam beispielsweise. Sie kennen ihn. Das heißt, das steht im Koran. Wäre das damals nicht so gewesen, hätten alle Leute gesagt, das, was der Koran erzählt, stimmt doch nicht. Die haben den Koran bezeugt, die haben es mitbekommen, wie es herabgesandt wurde. Das heißt, von daher gehen wir davon aus, dass es noch Dinge gibt. Dass es noch Zeichen gibt. Und wir machen uns auf die Suche und schauen nach. Wie gesagt, der Kontext spielt dabei für uns nicht die große Rolle, weil wir sowieso davon ausgehen, dass der Kontext verändert worden ist, damit man das nicht sieht, weil es wäre sehr ungünstig für einige Gruppen, wenn auf einmal da stehen würde, Mohammed kommt als letzter Prophet. Was würde dann auf der Welt los sein? Nächste Sache. Wenn man manche Christen fragt, gibt es in der Bibel Beweise, dass Jesus kommt, dann sagen sie, oh, Tausende. Aber dann sage ich, gib mir einen Vers, wo steht der Name Jesus, dann finden sie keinen. Jetzt analysieren wir nochmal und man sollte das Herz aufmachen und sich einfach mal die Dinge zergehen lassen und einfach mal darauf achten, was hier so genommen wird. Wir haben als erstes Deuteronomium, 5. Buch Moses, Kapitel 33, Vers 2. Dort steht, der Herr kam vom Sinai. Sinai ist dort, wo Moses die Offenbarung bekommen hat. Dann steht,
Er leuchtete vor ihnen auf aus Seir. Das ist, wo Elisa die Offenbarung bekommen hat. Er strahlte aus dem Gebirge Paran. Paran ist Faran, ist das Gebirge bei Mekka. Wer kommt daher? Welcher Prophet? Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dies ist die Chronologie. Moses, Jesus, Mohammed. Er strahlte heraus aus dem Gebirge Paran. Dann, er trat heraus aus Tausenden von Heiligen. Wer sind die Tausenden von Heiligen? Diese Heilige von Paran. Wer sind die Sahaba? Und in einer anderen Übersetzung steht 10.000 Heilige. Und 10.000 Sahaba waren es bei wann? Bei der Eroberung von Mekka, als sie die Quraysh besiegt haben. Dann, ihm zur Rechten flammte vor ihm das Feuer des Gesetzes, der du die Völker liebst. In deiner Hand sind alle Heiligen, die mit ihm sind, eines jeden von ihnen. Sie haben sich dir zu Füßen geworfen. Jeder wird sich erheben, wenn du es befiehlst. Wer wirft sich dem allmächtigen Gott im übertragenen Sinne zu Füßen? Die Muslime. Wir werfen aus dem Boden. Und wann heben wir uns wieder auf? Wenn Gott es indirekt befehlt. Wenn der Imam sagt, Allahu Akbar, denn es ist ein Befehl von uns, von Gott, dem Imam zu folgen. Alhamdulillah. Nächste Sache. Habakuk 3. Hier steht, Gott kommt von Teman. Das ist übrigens, Gott kommt von Teman her. Teman, wird man nachher sehen, ist die Gegend bei Medina. Gott kommt von Teman her. Der Heilige kommt vom Gebirge Paran. Faran im Arabischen, das Gebirge bei Mekka. Jetzt, seine Hoheit überstrahlt den Himmel. Sein Ruhm überfüllt die Erde. Er leuchtet wie das Licht der Sonne. Ein Kranz von Strahlen gibt ihn, ihm verbirgt sich seine Macht. Wenn er kommt, wird die Erde erschüttert. Wenn er hinblickt, zittert die Völker. Vor wem haben die Menschen gezittert? Vor Jesus oder vor Mohammed? Der Prophet Mohammed hat gesagt, dass Gott seinen Feinden Angst ins Herz geworfen hat auf eine Distanz von einem Monat. Das passt also genau auf diesen Hadith vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu. Nächste Voraussage ist in Jesaja 21. Das heißt, Ankündigung des Gerichts über Arabien. Ankündigung des Gerichts über Arabien. Ausspruch über Arabien. Übernachtet im Gebüsch, in der Steppe, ihr Karawan von Dewan. Bringt den durstigen Wasser, ihr Bewohner der Gegend von Thema. Den durstigen Wasser. Wer ist Thema? Medina. Bringt den durstigen Wasser und dann kommt den Fliehenden entgegen mit Brot. Wer waren die Fliehenden gewesen? Die Muhajirun. Die Leute, die von Mekka geflohen sind. Warum sind die geflohen? Nach Medina. Denn sie sind vor dem Schwerter geflohen, vor dem gezückten Schwert. Die Auswanderer nach Medina. Und wie kamen die Ansar, die Helfer aus Medina, ihnen entgegen? Mit Brot, mit Wasser. Und der Prophet hat zwischen ihnen die Uchua, die Bruderschaft gesetzt. Und alle sind zusammengekommen und jeder hat dem anderen was gegeben. Und einer hat sogar zwei Frauen gehabt und hat Abdurrahman eben aufgesagt, du kannst eine Frau von denen wählen für dich, kannst du sie heiraten. Okay, jetzt nicht, dass die Frauen das falsch verstehen. Subhanallah. Aber trotz alledem, Alhamdulillah. Dann, denn so. Und als sie nach Medina gekommen sind, was haben sie gemacht? Sie haben die Moschee gebaut und dann? Denn so hat der Herr gesagt, wie lange war es dann noch von Medina, von der Auswanderung nach Medina, bis Schlacht von Badr, wie lange war das? Ein Jahr. Denn im zweiten Jahr war die Schlacht von Badr, wo die Quraysh vernichtet wurden. Und wer sind die Araber, diese Quraysh? Das sind die Nachfahren von Ismail, von dem Sohn von Ismail, der Kedar heißt. Jetzt steht, denn so hat der Herr zu mir gesagt, noch ein Jahr, ein Söldnerjahr, dann ist es mit der ganzen Macht Kedars, die Quraysh, die Nachfahren von ihnen zu Ende. Von den Bogenschützen in Kedar bleiben nur wenige übrig, der Herr, der Gott Israels hat gesprochen. Medina, Auswanderung, Badr, alles drum und dran, Gebirge und Mekka, alles drin. Nächster Punkt. Jesaja 42. Das erste Lied vom Gottesknecht. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. Was ist Erwählter auf Arabisch? Mustafa. Und Mustafa ist ein Name vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dann geht's weiter. Hier. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, dieser Mann. So wie der Prophet Mohammed sallam, der tagsüber Instruktionen gibt, der tagsüber den Menschen hilft, der tagsüber betet, der in die Schlacht zieht und nachts steht er stundenlang im Gebet, bis die Füße anfangen zu schwellen. Dies ist der Knecht Gottes, der nicht müde wird. Dann geht's weiter. In Vers 8. Meinem Ruhm nicht die Götzen. Das heißt, dass er den Götzen keinen Ruhm gibt. Wer hat die Götzen entehrt? Wer hat die Götzen zerstört um die Kaaba? Der Prophet Mohammed sallam. Dann geht's weiter. Der Sieg Gottes.
hier im Vers 14. Die Wüste und ihre Städte sollen sich freuen, die Dörfer, die Kedar bewohnen.